Hallo. Hier sehen wir nochmal die Einstellungen, die wir vorgenommen hatten beim ESS. Das sind ja die 25% Minimum. Bis dahin soll er runtergehen. Und hier hatten wir ja die Einstellung vom planmäßigen Laden. 2 Uhr, 8 Stunden lang. Also um 10 Uhr oder 30%. Hier sind nochmal die Werte im Einzelnen dargestellt. So, wir wollen uns das hier nochmal anschauen. Was er jetzt nachts gemacht hat, und ihr seht, wir haben hier mehrere Tage schon das mal laufen lassen. Gucke, 2 Tage, letzte Tage. Ihr seht, hier lief mal was. So, jetzt müssen wir uns mal den Tag suchen, wo das funktioniert hat. Man macht doch Einzeltage, so sieht man ja gar nichts. So, hier sehen wir jetzt das Diagramm. Und zwar ein Ausschnitt über die Nacht von dem Tag. Jetzt gehen wir gerade mal auf die Farbe. Blau ist Spannung, Rot ist Strom und Grün ist die Ladung. Also hier in die Nacht hatten wir diese Übungen laufen, wo wir die Einstellungen gemacht haben. Das seht ihr immer, wenn ein hoher Strom geflossen ist und die Spannung hochgegangen ist, dann hatte den Akku geladen. Ja. Und dann war ja hier, haben wir eingestellt, und unsere Idee war, um 2 Uhr nachts soll das hier losgehen, also hier. Und zwar bis 10 Uhr. Jetzt kann man das hier nochmal vergrößern, den Ausschnitt. So, jetzt sieht man noch den Ausschnitt von 2. So, also um 2 Uhr hat er wirklich gestartet. Das hat dann mal geklappt und er hat geladen bis 30%. Und dann seht ihr hier, dann hat er ausgeschaltet, den Ladevorgang abgeschaltet. So, an der Stromkurve sieht man es deutlich hier. Und dann ist er auf 30% geblieben. Und irgendwann ist es mal unter 30% gefallen. Jetzt hätte ich erwartet, dass er dann wieder startet. Macht er aber nicht. Weiß nicht, ob da eine größere Differenz sein muss. Und man sieht auch eins, die Spannung ist hier kontinuierlich hier gefallen. Und an dem Tag kam die Sonne erst spät zum Vorschein. Es war trüb, deswegen sieht man hier bis 10 Uhr kaum mal irgendeinen Anstieg. Hier war mal ein bisschen was, hier hat er mal was geladen über Solar und dann war es das. Hier ist es sogar nochmal abgesunken auf 28%. In dem Moment, wo wir 10 Uhr haben, kann er wieder entladen. Das haben wir ja jetzt gesehen in der ganzen Übung. Also dann sofort wieder mit dem Entnahme anfängt, da wir ja 25 oder sogar 20% eingestellt hatten. Also was hoch ist, ist Ladestrom plus und hier nach unten geht es minus. So. Also hier haben wir eine Ladung und hier wieder einen Ladepeak und hier wieder einen Ladepeak. Ihr seht, da sind immer solche Peaks drin. So, und hier sind sogar Entladepeaks. Warum jetzt hier was entladen wird, das ist mir irgendwie nicht ganz klar. Ja, normalerweise hätte ich gesagt, der hält das jetzt hier fix und hier hat man wieder so Ladepulse und hier wieder ein paar Entladepulse. Also da muss natürlich noch dazu sein, das sind immer Minutewerte. Kann man sich vielleicht mal hier den größten mal angucken. Naja, sieht man nicht viel mehr. Ihr könnt das Zoom wieder zurücknehmen. Jetzt seht ihr wieder den ganzen Tag. Und hier seht ihr natürlich hier das ganze wilde Gezappel ist, wenn hier die Solaranlage hier wieder was liefert. Positive Beitrag oder hier, wenn man Herd und Kaffee kocht und Herd anschaltet, dann wird hier entladen und hier wird er wieder aufgeladen. Hier seht ihr ja das, was vom Dach kommt, hier die Spannung hier. Hier haben wir einen positiven Beitrag. Und der kommt dann hier zum Vorschein, den man hier im Ladestrom produziert. So. Jetzt hatte ich mir gedacht, das läuft jede Nacht so. Und jetzt können wir uns den nächsten Tag angucken. Und dann stellen wir fest, hier um 2 Uhr, so um 2 Uhr passiert hier nichts. Die Einstellung ist die gleiche. Ja? Nichts mehr mit Laden, tagesgesteuert. Wir haben hier hingeschrieben, jeden Tag. Hier, jeden Tag eingestellt. Mache tut er nichts. Ja? Da habe ich gedacht, ja gut, okay. Vielleicht ist das jetzt irgendwie das Wochenende oder so. Dann gucken wir uns den nächsten Tag an. Ja, 2 Uhr, nix. Der Akku ist bei 26% und bleibt bei 26%. Nächster Tag. Und dann nix. Ah, das ist heute, muss ich hier auf heute gehen. So.
Heute Nacht, 2 Uhr, wieder nichts. Also die Zeitsteuerung funktioniert anscheinend nicht so, wie sie soll. Also es ist nichts jeden Tag. Ja. Jetzt können wir uns natürlich in dem Bussystem nochmal angucken, was haben wir hier eigentlich eingestellt. Das Ladegerät hier an dem L1 und in den anderen haben wir es gar nicht eingestellt. So, das hatten wir eingestellt. So, und da seht ihr die Einstellungen von dem Laderegler hier. Das sind wahrscheinlich Ladeimpulse. Aber von Entlade ist hier nichts zu sehen. Aber hier gibt es eine Möglichkeit, ihr könnt hier euch eine Hilfe, was das, da geht ihr hier drauf, kriegt hier eine Erklärung zu dem Thema. Also das ist der Ladevorgang, dann habt ihr hier den Bereich der Absorption, wo er dann hier in die Endphase geht. So, nach dem kurzen Ausflug in diese Kurve, nur zur Erklärung, dass man da eine Info hat, seht ihr hier die Einstellungen, zwar 54 Volt Maximum, ich möchte hier keinen Alarm haben. Das Einzige, was mir jetzt ändern wollte, ist, mir schaltet den Laderegler bei den anderen ein und dann lade ich es nochmal hoch und stelle den Strom auf 0. So, dann haben wir alles gemacht. Jetzt speichern wir das hier. Sehr gut. So, jetzt gehen wir hier nochmal hin und stelle hier 10 Ampere ein. Und dann gucken wir mal, ob er dann 18 Ampere lädt oder was er dann macht. So, dann machen wir hier mal 10 Ampere. So haben wir alles gespeichert. Jetzt gehen wir hier auch raus und dann speichern wir das hier auch. Und dann sagen wir hier hochladen. Das machen wir weg. Machen wir nicht mehr. Hochladen. Und es dauert dann alles eine Zeit lang. Dann fährt er wieder hoch und dann kommen hier die Laster hoch und irgendwann kommt auch der Eingang wieder hoch, wenn es geklappt hat. Und ihr seht momentan hier, das ist hier unabhängig. Müsst ihr euch so vorstellen, hier hängt ja dieses Servo. Und den lesen wir von hier aus. Und der hier wird gerade befüllt. Deswegen hat der ist ausgeschaltet. Der Ladevorgang vom Solar wird hier gar nicht unterbrochen oder beeinflusst. Und jetzt nehme ich einfach hier einen neue Zeitplan. Da haben wir noch nichts. Jeden Tag. 35, 12, 35 soll es losgehen. Für 10 Minuten. Und soll bis 5 oder 10 Minuten lang oder bis 35%. Jetzt haben wir 34. Jetzt gucken wir mal, was hier passiert. Mir hatte gesagt, ja, kommt hier geplantes Laden. Ah, das ist schon mal schön. Also hier kommt schon mal eine Anzeige, dass sie hier was machen will. Ist jetzt mal spannend. Sehen wir 10 Ampere oder 12,4 Ampere? Das ist die Frage. Jetzt haben wir 36. Geplantes Laden steht hier noch. Aber es tut sich nichts. Vielleicht war das mit dem 35% nicht so ideal. So, machen wir das nochmal weg. Und zwar machen wir das weg. Mit dem Lade 10 Minuten, dann ist es egal. Dann kann er gerade sein, wie er will, der Zustand. Und hier stellen wir mal auf 40. 12:40 Uhr für 5 Minuten laden. Jeden Tag. So, 40. Wir haben jetzt laut Rechner 40 und hier steht externe Steuerung. Geplantes Laden, seht ihr? Jetzt haben wir 40. Er schreibt hier geplantes Laden. Ah ja, jetzt geht's. Und zwar haben wir gesagt 10 Ampere. Was ist das jetzt schon wieder? Das sind aber weit mehr als 10 Ampere. Also man weiß bei dem Ding nie, was er macht. Jetzt kriegt er natürlich von hier auch noch mal 8 Ampere. So, wir haben externe Steuerung wieder. Also um 12:40 Uhr ging es los und hat 4 bis um 12:45 Uhr wieder abgeschaltet. Ja? Das heißt, hier haben wir den Ladestrom 29 Ampere. Man kann jetzt nicht erkennen, aus welchem Gerät er kam. Tja, jetzt können wir das Ganze nochmal einstellen. Und zwar, wir schalten alle drei Laderegler ein in dem Multiplus. Dann würde ich auch irgendwas sehen. Oder 5 Ampere. So, wenn ich jetzt 3 mal 5 Ampere mache, dann wären das 15 Ampere. Das ist jetzt die aktuelle. Jetzt wird es wieder konfiguriert.
Und dann kriegt man hier wieder eine Erfolgsmeldung und dann guckt man mal, was er dann macht. So, erfolgreich, das hört man gern. So, 55 geplantes Laden. Was passiert jetzt hier? Erstmal nichts, es dauert immer eine Zeit lang. Ah ja, 13 Ampere, 12. Also, das ist schon lustig. 3 mal 5 sind 15. Aber hier haben wir noch. Was macht ihr denn jetzt? Solarladegerät 0. Jetzt geht's wieder. Also, weg dran, weg dran. Also, ob das jetzt wieder ein Anzeigefehler war. Also, ihr seht ihr hier, ne? 24 Ampere. Vom PV-Ladegeräten und Strom hinkämen, das würde dann passen. 8 Ampere von dem und 3 mal 15, dann käme ich auf 23 Ampere. Gut, das sieht jetzt besser aus als vorher. Jetzt haben wir in jedem Victron den gleichen Wert reingeschrieben. So, ich habe jetzt diese Ladegeräte, die kann man ja softwaremäßig ausschalten, die mit diese Überbrückung öffnet. Jetzt haben wir hier 15 Ampere. 3 mal 5 sind bei Victron 14,6. Gut, kann man mit leben. Das misst ja jetzt auch hier der BMS. Hier sind die aktuellen Werte, das seht ihr jetzt. Das wären noch die alten, da kommt man dann gleich auf die. Gut. 15 Ampere, jetzt haben wir 13, jetzt müsst ihr hier abschalten, hat er schon gemacht, externe Steuerung. So, jetzt fahren wir runter. Okay, jetzt entlädt er. 3,5, 5,1. Gut, pressen wir hier mal ab, machen wir später noch mal eins ab dem Punkt.